Telefon, ring, ring, ring. Prends le pinceau et humidifie les ampoules. Le pâte aussi. D'abord, retourne-le et fixe-le. Regarde-moi. Par la fenêtre. Ce matin n'a pas levé. Retourne-toi. Alors laisse-la voler. The work of Jan Faust is really divided into these two sections, you can call them. It is between staged part and documentary part, and you as a viewer, you don't know exactly which part has been staged beforehand and which is in the moment of playing invented. And this makes probably also the background that you think that there might be some remembrances to cinema impressions, to movies. Some of the scenes could be part of a movie, and these kind of remembrances relate to many of her works. She has started with many narrative stories, and now her work gets much more abstract, like the preparation of the insect in Excuse Me, Brother. In the beginning, you can really see that somebody is trying very well with not so much training to get this insect prepared, but then the story and the short dialogue from the background, from the off, goes into a completely different direction and becomes more abstract. It doesn't have to do anymore with the preparation of the insect. And these two poles, I think, make it very interesting to look at the work of Jan Faust. Von rechts nach links beschrieben beginnt das Bild mit einer gänzlich in Lackleder gekleideten Frau. Man kann sogar ihre auch lacklederen Stiefel sehen, denn obwohl es eine amerikanische Einstellung ist und das Bild knapp unterhalb der Hüften endet, sie ist ohnmächtig. Der links neben ihr stehende Mann ist gezwungen, sie zu halten. Ihr eine Arm ist um seine Schultern gelegt, ihre Beine über seinen rechten Unterarm. In diesem Schwebezustand, die Augen geschlossen, den Mund leicht geöffnet, begrenzt sie das Bild nach rechts und gibt nach links weiter an den bereits eingeführten Mann. Er trägt einen dunklen Mantel mit einem Pelzkragen, ein weißes Hemd und eine Krawatte. Er ist nicht älter als 35, ähnlich der Frau, die er trägt und die genauso gut ein Kleidungsstück sein könnte, denn weder wirkt seine Haltung angespannt, noch sein Blick mit ihr in eine Beziehung gebracht. Wenn seine Haltung nicht angespannt wirkt, dann vielleicht doch abwartend. Ich bin Fotograf.
Edition Bewegte Bilder, it is a part of the collection Sammlung Rheingold. And we started with David Zink-Yi more than a year ago, also here in the Museum Ludwig. And Corinna Schnitt was the next one, and her exhibition closed only in the first days of January this year. And we are preparing now two further films with two American, one American artist, Jonathan Horowitz, and the second one is living in Berlin, but is originally from Israel, Guy Bener. And we are still in the process of discussing with them what stories could be executed for Edition Bewegte Bilder. And then maybe at the end of this year, beginning of next year, we will have the next exhibitions in this series.